Hallo Heilbronn, leider fiel ja am letzten Wochenende Magie der Stimmen aus, aber besondere Zeiten erfordern einfach auch besondere Ideen und so möchten wir Magie der Stimmen jetzt am heutigen Sonntag hier in Heilbronn virtuell nachholen und die Händler und die Gastronomen auch damit unterstützen, dass ihr sie nicht vergesst, dass ihr den Heilbronner Handel auch nach wie vor nicht persönlich, sondern virtuell besucht und auf die Leistungen der Händler und Gastronomen zurückkommt. Heilbronn hält zusammen. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei Magie der Stimmen mit den vielen Chören und den besonderen Beiträgen. Seid mal gespannt. Heilbronn hält zusammen, das ist mein Beitrag für euch. Wir sind heute auf dem Weingut, haben den ersten 2019er Wein im Glas. Gerade ist Zeit für Kreativität, für Inspiration. Auch die Wengerter, die Winzer hier in der Region in Heilbronn, haben sich einiges einfallen lassen, um euch den Genuss nicht vorzuenthalten, wie Online-Tastings oder auch anderes. Ruft einfach mal euren Lieblingswinzer Wengerter an. Genau, ich habe jetzt einen kleinen Appetizer von euch für eine Weinprobe. Wir haben einen Riesling-Kabinett trocken im Glas. Ja, einen Wein kann man mit allen Sinnen genießen. Ja, wir können erstmal ranhören. Manchmal hört man noch ein bisschen bitzeln. Ja, die Gärkohlensäure, die restliche, die noch im Wein enthalten ist, wenn der Winzer ganz schonend gearbeitet hat. Dann können wir den Wein mal betrachten. Haben eine ganz leichte, dezente Farbe, ein bisschen ein Zitrusgelb mit grünen Anklängen. Ja, jetzt nehmen wir mal eine Nase voll. Ganz, ganz typisch Riesling. Ja, wir haben einen frischen, vollreifen Pfirsich, leichte Zitrusanklänge, gelbe Früchte. Ja, und ganz, ganz typisch für einen Riesling. Eine knackige, frische Säure macht ihn richtig vital, lebendig. Macht Lust auf ein Glas mehr. In der kleinen Runde mit der Familie oder dem Partner. Ein Genuss und ich glaube, das bereichert jeden Tag. Also lehnt euch zurück oder macht einen schönen ein Grillfest auf der Terrasse. Einfach im kleinen Kreis in der Familie mit Partner. Sehr zum Wohl, cheers und macht's gut. Heilbronn hält zusammen und das ist unser Beitrag. Wir vom Autozentrum Hagelauer haben uns überlegt, wie wir euch mit eurem Auto ein kleines Stückchen Freiheit in dieser Zeit wiedergeben können. Wir haben uns etwas überlegt und deswegen möchte ich euch kurz einladen zu unserer Vorbereitung. Ihr braucht dafür einen Beamer, einen Laptop und einen FM-Transmitter. Was der FM-Transmitter genau macht, das erkläre ich euch gleich. Der FM-Transmitter macht aus einem eingespeisten Audiosignal eine kleine Radiostation, sodass ihr das, was ihr übertragt, in eurem Autoradio hören könnt. Und das Clevere daran ist, dass auch im Umkreis von 10 Metern andere an dieser Radiostation teilnehmen können, wenn sie die richtige Frequenz bei sich im Autoradio eingestellt haben. Jetzt haben sicher schon einige erraten, was wir vorhaben. Wir wollen ein kleines Autokino machen für euch und eure Freunde. Dafür braucht ihr einen Film auf eurem Laptop, den ihr dann per HDMI an den Beamer verbindet und das Audiosignal über den FM-Transmitter einspeist.
so damit eure Freunde in ihren Autos das Gleiche hören. Jeder bleibt natürlich in seinem Auto und die Scheiben bleiben geschlossen. So bleibt jeder unter sich. Also, als erstes Beamer aufs Dach. Anschließen. Und auch im Innenraum. Alles ordentlich verkabeln. Jetzt müsst ihr nur noch die richtige Frequenz von einem FM-Transmitter suchen. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass es etwas dunkler wird und eine weiße Wand finden. Und schon kann euer eigenes Corona-Kino losgehen. Ich hoffe, unsere Tipps haben euch gefallen. Kommt gut durch die nächsten Wochen. Tschüss, euer Autozündung Hagler. Hallo, liebe Heilbronner. Ich möchte euch herzlich willkommen bei unserem virtuellen Shopping begrüßen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns in Zukunft unterstützt, indem ihr bei uns, da meine ich ganz Heilbronn, entweder online shoppen würdet oder unseren Hol- und Bring-Service nutzen würdet oder bei Facebook die Outfits anguckt und dementsprechend bei uns Schuhe, Kleider und was wir sonst noch alles anbieten, wenn ihr uns unterstützen würdet. Ich werde euch jetzt 4 neue Outfits vom Frühjahr vorführen, einfach, dass ihr einen kleinen Einblick habt. Also bleibt gesund, eure Biene und Heilbronn, denn nur wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das. Tschüss, eure Biene! Outfit Nummer 1, sportlicher Anzug auch für zu Hause. Mit und ohne Päckchen, tolles Outfit. Outfit Nummer 2, auch für Fitness, Wellness, Freizeit und für zu Hause. Spitze, ein Must-Have. Outfit Nummer 3, sportlich elegant, tolle Lederjacke, verratzte Jeans. Was meint ihr? Ich finde spitze. So, jetzt möchte ich nochmal sagen, mein Heilbronn, hier wohne ich, hier lebe ich. Ich möchte gern, dass es erhalten bleibt. In diesem Sinne wünsche ich mir einfach, kauft vor Ort, kauft bei uns, nicht bei Amazon, nicht bei den Großen, damit wir auch nach dieser Krise noch für euch da sein können. Unterstützt uns, mit was auch immer. Tschüss, eure Biene, bleibt gesund. Heilbronn hält zusammen und hier ist meine Stimme für Heilbronn und Umgebung. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place would be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there no heart or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a little place. Hear the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Hear the word, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me.
Heilbronn hält zusammen. Und hier ist meine Stimme für Heilbronn. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn ihr wart hier. Und wenn euch irgendein Mensch von mir erzählt, hätte ich vergessen, dann denkt daran, ich glaub an morgen, denn irgendwann steht ihr vor mir. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf und wieder bringt der Tag für uns ein Licht. Ja, immer, immer wieder. Heilbronn hält zusammen und hier ist der Beitrag von Bettenfritz für einen tollen Ostertisch für euch. Wir wollen mit euch ein Servietten-Osterhäschen basteln. Ich zeige euch, was ihr dazu braucht. Einmal eine 40-40 Serviette und einen normalen Haushaltsgummi. Ihr nehmt die Serviette, faltet euch Ecke auf Ecke. Dann rollt ihr die Serviette zusammen, bis ihr oben an der Spitze angelangt seid. Nehmt in die Hand, faltet euch das Öhrchen sozusagen nach oben, zieht das etwas nach hinten, nehmt den Haushaltsgummi, macht euch vorne rum, dass wir ein kleines Schnäuzchen kriegen, macht euch die Öhrchen noch etwas zurecht und schon habt ihr eine tolle Osterdeko. Heilbronn hält zusammen und hier ist mein Beitrag für euch. Ostern steht vor der Tür und dafür haben wir uns was ausgedacht, wie wir die Zeit mit Häkeln und Stricken verbringen können. Quadrate gestrickt, kraus rechts oder einfach gehäkelt mit festen Maschen entstehen ruckzuck Spültücher, Topflappen oder Putzlappen. Ich zeige euch jetzt, die werden gerollt, in der Mitte zusammengeklappt und schon entsteht eine Deko fürs Osternest. Ich wünsche euch viel Spaß beim Handarbeiten. Hält zusammen. Das ist mein Beitrag für euch. Und zwar geht es um Folgendes. Jeder kennt das Problem, wenn das Fahrrad ein halbes, dreiviertel Jahr lang gestanden ist, dass keine Luft mehr drin ist. Dann sollte das langsam aufpumpen und gucken, dass der Reifen nicht raushopft beim Pumpen. Und wenn mal das Ventil beim normalen Ventil, wie hier, gucken wir mal hier, das ist jetzt ein normales Ventil, ein Dunlop-Ventil nennt man das. Die Horge also mal, die verklebe gern. Dann macht man einfach so, dann nimmt man Büroklammer, gut, das ist die Büroklammer, einfach mal gerade machen und auf jeden Fall, die Länge langt schon, auf jeden Fall. Dann ans Ventil noch gehen und mit reinstupfen, da macht es dann einen kleinen Futzern aus, und zwar hier, hören wir? Und dann haben wir das Verklebte gelöst und dann können wir da ordentlich Luft reinpumpen. Wichtig ist bei 28 Zoll 4 Bar und bei 26 Zoll 3 Bar. Das mehr sollte man nicht neu machen. Kommt drauf an, wenn es ein Rennrad ist, dann ist es so ein 7 bis 8 Bar, 9 Bar. Ja, kommt immer drauf an. Man sieht es aber auf der Seite. Nie den Grenzwert benutzen am Reifen. Das heißt, das steht von 4 bis 6 Bar. Das soll da im Mittelmaß sein und nicht irgendwo bei 6 oder 6,5, weil er bloß stramm fahren wollte, weil das geht erstens auf die Reifen, zweitens auf die ganze Lager und alles. Deshalb, ja, ansonsten sind wir auch noch für euch da. Also unsere Werkstätte haben geöffnet und wir sind kompetent und beraten euch und helfen euch, wenn irgendwas sein sollte. Das ist mein Beitrag für Heilbronn. Also bleibt alle gesund.
So, liebe Heilbronner, wer von euch in dieser etwas eingeschränkt möglichen Zeit, was Sport angeht, fit bleiben möchte, dem haben wir noch ein tolles Angebot gemacht. Wenn ihr auf Seemann Sportkultur oder Intersport Profimarkt geht, Facebook, Instagram, wo auch immer, dann posten wir jeden Tag ein Fitness A bis Z mit einer Übung von A bis Z, toll aufbereitet durch ein Partner Fitnessstudio Akzentsport in Flein mit Trainingsanleitungen, mit Übungen für zu Hause, damit ihr fit bleibt. Bleibt gesund und gerne vorbeischauen. Wir müssen unsere Türen geschlossen halten. Aber wir sind weiter für euch da. Wir verkaufen unsere Produkte online. Wir liefern euch eure Bestellungen nach Hause. Oder packen euch das Mittagessen to go für zu Hause ein. Wir bringen alles auf Hochglanz. Und nach dem Shutdown werden wir mit vielen neuen Ideen und Aktionen auf euch warten. Hilft uns mit, dass die Heilbronner Innenstadt nach der Krise wieder ein belebter Ort für Shopping, Genuss und Eventerlebnisse sein kann. Kauft online, aber regional. Wir sind für euch da. Seid ihr auch für uns da? Heilbronn hält zusammen. Heilbronn hält zusammen und das ist unser Beitrag für euch. Wir als Seelteam haben uns heute überlegt, eine kleine Ostergirlande mit euch zu basteln und da wollen wir euch jetzt gemeinsam mitnehmen. Du brauchst dazu zwei verschiedene Bastelkartonagen, eine Hasenvorlage, Nylonfaden, ein Masking-Tape und eine Schere. Als allererstes wird nun die Hasenvorlage einfach ausgeschnitten. Hast du die Vorlage ausgeschnitten, dann überträgst du mit einem Bleistift den Hasen auf deine Papiere. Wenn alle Hasen ausgeschnitten sind, dann kommt der Nylonfaden ins Spiel, das wäre der hier, den habe ich schon abgemessen, so 2 Meter circa. Und wir brauchen dieses Masking Tape, um die Hasen jetzt an diesen Nylonfaden zu befestigen. Als nächstes werden dann die Nylonfäden mit dem Masking Tape an die Hasen befestigt. Und jetzt eigentlich die Kette nur noch umdrehen und fertig haben wir unsere Ostergirlande. So, und fertig ist nun unsere Ostergirlande. Wir wünschen euch ganz viel Freude damit und habt Spaß beim Basteln.
Euer Sail-Team. Ciao, ciao. Heilbronn hält zusammen und das ist unser Beitrag für euch. Wir möchten den Heilbronner Musikern Gehör verschaffen. Wir, das Musikhaus Heilbronn, haben im September 2019 einen Podcast ins Leben gerufen mit dem Titel Musik aus Heilbronn. In diesem Podcast spreche ich mit Heilbronner Musikern und finde heraus, was sie antreibt, bewegt und motiviert. Wie es sich anfühlt, in dieser Stadt als Musiker zu leben, sein Geld damit zu verdienen, wo regelmäßig Konzerte und Festivals stattfinden, wie die Musikszene hier vernetzt ist und welche Musikrichtungen es überhaupt in Heilbronn gibt. Bisher durfte ich dank dieses Podcasts mit unglaublich vielen und tollen Musikern sprechen. Mit Musikern, deren Existenz durch diese Krise jetzt bedroht ist. Was für Konzertbesucher Freizeit ist, ist für die Musiker Arbeit und Broterwerb. Ohne die Konzerte brechen den Musikern, den Veranstaltungstechnikern und den Lokalitäten die Einnahmen weg. Wir als Musikhaus Heilbronn würden uns von euch da draußen wünschen, dass ihr von dem großen Zusammenhalt, der momentan entsteht, ein kleines bisschen nehmt und nach der Krise eure Heilbronner Musiker und Lokalitäten unterstützt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Musikrichtungen es in Heilbronn gibt, dann hört doch mal in unseren Podcast Musik aus Heilbronn rein. Finden tut ihr den Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder auf unserer Internetseite www.musikhaus-heilbronn.de. Und noch ein Beitrag von der Gärtnerei Umbach. Ganz einfach gärtnern, mit Kresse aussehen, das ist kinderleicht. Und in 10 Tagen können wir es schon essen. Und wer keine Erde zu Hause hat, der kann auch einfach auf ein feuchtes Küchentuch aussehen. Ihr müsst nur gucken, dass das Küchentuch dann immer feucht bleibt. Also am besten in eine Schale legen und auch den Kressesamen draufstreuen. Und das Tuch feucht halten. Keime und Sprossen sind auch wie Kräuter voller Vitamine, gar nicht teuer und immer wieder zum Ernten. Also haben Sie Spaß zu Hause und leben Sie gesund. Heilbronn hält zusammen und hier ist meine Stimme für Heilbronn. Stars fade in, but I linger round here, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave a worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. La 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 da 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 da. Heilbronn hält zusammen. Und das ist mein Lied. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün und lass mir das am Bache die kleinen Veilchen blühen. Die möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. Am meisten aber da, wo die Glottchens Herze leid, das arme Mädchen lauert recht auf die Blumenzeit. Umsonst soll ich ihr spielen, zum Zeitvertreib herbei. Sie sitzt auf ihren Fischchen, wie Hühnchen auf dem Ei. Ach, wenn es doch in Linder und Grüner draußen wär, komm lieber mal, wir Kinder, wir bitten dich so sehr. Oh, komm und bring vor allem und viele.
mit. Bring auch viel Nachtigallen und schöne Gurken mit. Liebe Kunden der Heilbronner Innenstadt, die gemeinsame Aktion der Stadtinitiative und der Heilbronn Marketing namens Heilbronn hält zusammen zeigt euch, dass der Handel und die Gastronomie auch in der Krise für euch da sind. Auf der unten eingeblendeten Website seht ihr im schnellen Überblick die Online-Services und Lieferangebote, die täglich aktualisiert werden. Bitte kauft lokal, damit auch in Zukunft ein vielfältiges Angebot in der Heilbronner Innenstadt für euch zur Verfügung steht. Danke euch! Heilbronn hält zusammen. Hallo, mein Name ist Michael Achtelig. Ich habe seit 22 Jahren in Heilbronn mein vom Fassgeschäft und ich möchte Ihnen heute zwei Essig-Öl-Kombinationen vorstellen, die toll zu Frühlingssalate kombiniert werden können. Und als einfaches Dressing nimmt man Essig und Öl jeweils 1:1 und macht da gleich ein bisschen Senf oder Tomatenmark dazu rein, damit sich das besser verbindet und mehr braucht man schon gar nicht. Ich habe einmal als Kombination unseren Calamansi Balsamessig aus eigener Manufaktur. Calamansi ist eine Kreuzung aus Limette und Mandarine. Und dazu ein Bärlauchöl, passt perfekt die Kräuternote zu dieser Frische und lässt sich auch zu allem kombinieren. Und die zweite Kombination haben wir einen Wildmango Balsam und ein Limoneöl. Wildmango ist jetzt von der Säure her etwas milder wie jetzt der Calamansi, aber es lässt sich auch zu allem kombinieren. Wenn Sie zu uns in den Laden kommen möchte, würden wir uns freuen und dann können Sie das auch gern vor Ort probieren. Tschüss! Heilbronn hält zusammen. Hier mein Beitrag für euch. Wir als Engel-Schönheitsinstitut der Engel-Apotheken Heilbronn im Kältchenhof möchten euch während dieser Zeit begleiten und ein paar Tipps für zu Hause mitgeben. Auch wenn die ganzen Kosmetikstudios geschlossen haben, möchten wir euch darauf hinweisen, dass ihr es zu Hause genauso gut könnt. Und ganz wichtig ist es derzeit momentan die Situation, welches uns alle ein bisschen beschäftigt, einfach darauf zu achten, dass wir auch zu Hause alles richtig machen. Denn schließlich müssen wir durch dieses häufige Händewaschen auch immer wieder mal die Hände desinfizieren. Durch das Desinfektionsmittel sind die Hände natürlich angegriffen. Also denkt dran, immer eine tolle, reichhaltige Handcreme zu benutzen. Ganz bestimmt habt ihr in den Badschränken ganz viele Cremes stehen, die ihr schon lange nicht mehr benutzt habt. Und die könnt ihr ganz bestimmt auch für die Hände noch nehmen. Ansonsten würde ich euch auf jeden Fall raten, während dieser Zeit womöglich, weil wir einfach viel mehr zu Hause sind und die Haut an Feuchtigkeit verliert durch die trockene Luft, durch die Heizungsluft, dass ihr regelmäßig Masken oder auch Feuchtigkeitspflege verwendet. Das heißt, immer ganz wichtig, vor der Feuchtigkeitspflege die Haut gründlich zu reinigen. Nach der Reinigung eine Feuchtigkeitsmaske oder eine Tuchmaske zu verwenden, danach ein Serum und selbstverständlich danach die Abschlusspflege, was sehr reichhaltig auch wieder feuchtigkeitsspendend für die Haut ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen während der Zeit unterstützen mit meinen Tipps und Tricks und ich hoffe, dass wir die Zeit alle gut überstehen und wir uns bald wiedersehen. Ja, toi toi toi, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Heilbronn hält zusammen und das ist mein Beitrag für euch. Ich bin Lisa, ich arbeite im Beichtstuhl und dass wir euch nicht nur schönes Essen bringen können, sondern auch was Leckeres zu trinken, zeigen wir euch jetzt. Hier habe ich unseren Beichtstuhl-Cocktail mitgebracht und den könnt ihr auch machen, wenn ihr zu Hause keinen Shaker habt, mit Omas Lieblingswerkzeug, einem Einmachglas. Wir starten mit Gin, den haben die meisten auch zu Hause. Zum Abmessen hier so ein kleines Schnapsglas, müsstet ihr auch noch finden. 4 cl. So, dann nehmen wir Weißwein. Wir haben was Frisches, Neues von Drauz Adler, 19er Grauburgunder. Auch 4 cl. So, und zum Süßen, weil viele von euch ja keinen Sirup zu Hause gekocht haben,
Nehmen wir Marmelade. Ihr könnt gerne das, was ihr von Oma oder Mama zu Hause habt, nutzen. Gerade so ein Esslöffel ungefähr. Und weil keiner wirklich shaket zu Hause oder nicht wirklich einen Shaker zu Hause hat, nehmen wir das Einmachglas mit einem Eisball. Zuschrauben. Und Lärm machen. So. Dann in unser Glas auch noch einen Eiswürfel. Zum Upstrainen nehmen wir einfach den Deckel. Dann kommt da auch kein Eis mehr drauf. Und Tonic. Viel Spaß, haltet durch. Heilbronn hält zusammen und hier ist meine Stimme für Heilbronn. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there. You've got a friend. You've got a friend. Heilbronn hält zusammen und hier ist meine Stimme für Heilbronn und Umgebung. Lacht uns wieder das Glück. Gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schlimme Zeit? Morgen sind wir wieder dabei. Gestern ist uns heut einerlei. War es auch eine schlimme Zeit? Sind wir heut auch arm und klein? Sind wir heut auch ohne Sonnenschein? Sind wir heut auch noch allein? Aber morgen lacht uns wieder das Glück. Heilbronn hält zusammen und das ist mein Beitrag für euch vom Tritschler in der Kaiserstraße. Viele kaufen Nudeln, wir machen sie natürlich selber in unserer Nudelmaschine. Einen kleinen Teig gemacht, ganz einfach, nur Mehl, Eier, etwas Öl, wenig Salz, hervorragend geknetet, ab in die Kühlung, Klarsichtfolie, raus damit und dann kommt schon die Nudelmaschine zum Einsatz.
kleine Teigschichtel machen, im doppelgriffigen Mehl einfach kurz stäuben und dann nach und nach durchlassen, immer eine Spur feiler laufen lassen, bis sie ihre entsprechenden Bahnen haben, so wie sie es wollen. Und die lassen wir dann auch gleich durch das entsprechende zweite Modul hier durch die Nudelmaschine und machen unsere Nudeln wunderbar selbst. Die Nudeln sind durchgelassen durch das zweite Modul, hier ganz frisch, und die geben wir jetzt ins kochende Wasser hinein. Gut gesalzen, lassen sie kurz garen, 5 Minuten, 4 Minuten, Pfanne, bisschen Butter rein, steht schon. Und dann machen wir gleich wunderbare, tolle Pesto-Nudeln mit Tomaten für Sie. Frisch aus der Pfanne angerichtet, ein kleines Schirmchen gemacht. Geschmelzte Tomaten dazu. Ein kleinen Klacks Pesto. Und frisch geriebenen Käse. So ist es lecker, so soll es ausschauen. Alles beim Tritschler in der Kaiserstraße. Hallo Heilbronn, als Vorsitzender der Stadtinitiative spreche ich heute zu euch im Namen und in Vertretung der Einzelhändler, der Dienstleister, der Gastronomen der Heilbronner Innenstadt, die alle wahnsinnig betroffen sind von der Corona-Krise. Es geht uns im Moment sicher allen nicht besonders gut damit, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir schauen nach vorne, wir packen an. Ihr könnt mit anpacken. Es gibt tolle Angebote bei den Händlern mit Online-Shops, Lieferung nach Hause, Bestellung über WhatsApp, FaceTime, Telefon, alles was in Frage kommt. Wenn ihr auf heilbronn.erleben geht, dann könnt ihr euren Lieblingshändler auch noch verlinken oder nennen und habt die Chance, 6 Gutscheine à 25 Euro der Stadtinitiative zu gewinnen. Tolles Angebot. Heilbronn hält zusammen. Ich glaube, jetzt in der Krise noch wichtiger als sonst. Und es wäre super, wenn ihr da alle euch entsprechend beteiligen würdet. Gewinne einen von 6 Gutscheinen im Wert von je 25 Euro der Stadtinitiative. Verlinkt oder nennt uns dafür unter unserem Facebook-Video Magie der Stimmen 2020 euren Lieblingshändler aus Heilbronn und damit landet ihr automatisch im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis 13. April. Die Gewinner werden von uns ab dem 14. April persönlich benachrichtigt. Zu guter Letzt bleibt uns Danke zu sagen. Danke dem Chorverband Heilbronn, danke dem Autozentrum Hagelauer, Beichtstuhl, Bettenfritz, Biogärtnerei Umbach, Engel dem Schönheitsinstitut, Fahrrad-Bike-Shop, Falafelo, Gerber 22, Ingrid Dörr, Sabine Keicher, dem Musikhaus Böckingen, Performer Möbel und Design, Sämann Sportkultur, Seel Schreibwaren, Tritschler Heilbronn, Velo, dem veganen Restaurant, Vom Fass Heilbronn, Weingut Albrecht Kissling, Wolke Heilbronn und Heilbronner Stimme. Danke an dieser Stelle aber auch einfach allen, die Heilbronner Einzelhändler und Gastronomen unterstützen, und auch vielen Dank an alle, die aktuell die Maßnahmen einhalten. Wir danken außerdem allen, die den Heilbronner Handel und die Gastronomie in dieser schwierigen Zeit unterstützen.